Hallo, schön, dass du wieder bei Künstlerstreich bist. Heute möchte ich was mit Pappe machen und dafür habe ich hier dieses Papier, so ein Altpapier. Ich möchte damit so eine Struktur aufs Bild bringen. Also keine Paste, nein, leg's auf den Boden, egal. Keine Paste verwenden heute, sondern eben ein Papier als Struktur. Und ja, ich klebe das einfach mit dem Rest Farbe auf, den ich hier sowieso noch habe und streiche einfach die Leinwand damit ein und klebe dann das Papier damit. Du kannst auch Kleber benutzen. So lang, ich reiße mir das ein bisschen kleiner, sonst habe ich am Ende an den Seiten so viel. Das war jetzt ein bisschen zu kurz, aber dann klebe ich halt noch ein kleines Stück dran. Weil wenn das an den Seiten so lang ist, dann nervt das mit dem Kleben so ein bisschen. Und so kann ich es einfach um den Rand rumkleben. Klebe ich jetzt einfach noch einen Rest dran. Und dann habe ich da auch nochmal eine schöne Struktur. Dann streiche ich alles nochmal auch mit der Farbe ein. Das Papier saugt sehr die Farbe auf. Das ist gut, weil dann klebt es nämlich gut. Aber ich streiche das auch nochmal mit der Farbe über. Zeit habe ich mir eine Farbe angemischt und ich möchte so ein schönes Blau hier verwenden. Das finde ich total schön. Woran erinnert mich das jetzt? Ja, eine kleine Reise ans Meer. Da kann ruhig noch ein bisschen Wasser dazu. Tauchen wir mal ab ins Meer. Und lass uns einfach mal fließen. Ordentlich Wasser dazu, das kann richtig laufen. Also du hast gar nicht viel Farbe, also einen so einen Klecks und der Rest ist jetzt das Wasser und das verteilt die Farbe so schön. Guck dir das an, genieß das einfach und ja, hab ein bisschen Spaß, schalte ein bisschen ab. Geh einfach auf eine Reise ans Meer zum Beispiel. So, das ist das jetzt schon eigentlich für mich. Ich finde das toll hier, wie die Farbe hier aussieht. Und jetzt kann ich mit dem Spachtel ein bisschen die Farbe verteilen. Und dann siehst du schon, entstehen da ganz tolle Farbnuancen. Ja, noch ein Hellblau. Das gieße ich nochmal dazu. Wow, oder? Total schön. Es ist wie schon in der Nacht, man steht am Strand und guckt aufs Meer, herrlich. Also es kann schon so bleiben von mir aus. Ist genau, also schöner kann ich es mir gerade nicht vorstellen. Strand stehe, brauche ich auch ein bisschen Sand unter den Füßen. Also dann nehme ich hier nochmal so einen Sandton. Nur noch so ein Rest, aber ich hatte jetzt auch keine Lust, tatsächlich noch einen Farbton anzumischen. Also ich nehme hier einfach meinen Farbrest, das muss jetzt reichen. Ich habe dir auch wieder unter das Video, welche Farben ich verwendet habe. Da guck einfach unter das Video, da ist ein Link. Da sind auch die Materialien. Ja, da oben die Farbe verteile ich jetzt einfach nochmal mit dem Pinsel. Und weil ich nämlich überlege, mache ich das oben dunkel oder mache ich es hell? Ich weiß es noch gar nicht. Aber ich verteile erstmal und dann kommt halt dann das nächste. Ich,
Das kann jetzt trocknen und ja, Kaffeepause. Ich habe jetzt die Farbe trocknen lassen, aber ich habe auch ein bisschen übergeföhnt. Und weil ich dann keine Lust mehr hatte zu warten, das hat mir dann doch ein bisschen zu lange gedauert. Aber das ging ganz gut. Also es ist ein bisschen verlaufen, aber es ist schön verlaufen. Also sind tolle Strukturen jetzt drin. Und jetzt möchte ich es aber noch ein bisschen kräftiger haben. Ein paar Farbreste habe ich noch von dem Bild neben mir. Das Grüne. Da ist noch der Farbton übrig geblieben. Und ja, damit ziehe ich hier nochmal ein paar dunkle Nuancen rein. Ja, ich habe auch noch ein bisschen Grün. Ziehe ich auch noch ein bisschen was von dem Grün hier rein. Oh, mehr tropft total. Der Pinsel war so nass. Aber gut, dann ist halt der Schlammton auch da. Es passt auch. Das kennen wir ja mit den Tropfen. Auch ruhig ein bisschen die Farbe rauf, also gar nicht zögerlich sein. Die kann ja nicht weglaufen und dann verteilt sie so ein bisschen und dann setzt sie sich so in die Tiefen ab und ja, es macht auch einfach Spaß, die Farbe so ineinander zu ziehen und zu gucken, was dabei entsteht. Also es ist einfach total schön, ist voll meditativ, macht voll viel Spaß und es ist nicht viel Farbe. Also ich habe die Farbe halt verdünnt. Und deswegen ist es sehr ergiebig. Komm her, ich mache es einfach da oben auch dunkel. Warum auch nicht? Es ist einfach so ein schöner Nachthimmel, soll das werden. Und es ist ja auch abstrakt, also da kannst du machen, was du willst. Das ist immer sehr, sehr schön, dass du dich da so frei bewegen kannst in der abstrakten Malerei. Thank you.
Ja, toll, hat Spaß gemacht. Ich hatte ehrlich gesagt gar nicht so den Plan. Ich wusste nur, okay, ich will das Papier verwenden. Und als ich die Struktur gesehen habe, habe ich gedacht, okay, blau, blau passt. Und jetzt war es eine tolle Reise ans Meer. Und genieße den jetzt, den Anblick des Meeres bei Nacht. Und werde jetzt einfach mal meinen Kaffee dazu trinken. Ja. Und vorher war ich an so einem schönen Steinbruch sozusagen oder, ja, weiß ich gar nicht. Ich hatte so eine Lust auf so sandige Farben und habe auch ganz viel Struktur hier drin. Man kann es, glaube ich, nicht so gut sehen. Die ist ganz fein. Und inspiriert war ich jetzt aber auch nochmal von dem Bild, weil das finde ich, das mag ich total gerne, das Werk. Ja, jetzt bist du dran. Viel Spaß beim Machen. Schön, dass ihr alle da seid. Dankeschön. In der abstrakten Malerei bist du frei, wie ich auch in dem Video schon gesagt habe. Das ist ja das Schöne. Also genieß diese Freiheit. Manchmal ist es nicht einfach, damit umzugehen. Und deswegen findest du so ein paar Rahmenbedingungen und Hinweise auch in dem Buch. Ja, vor allen Dingen auch, wie man Werkzeuge benutzt oder auch ein bisschen was zu Farben. Alles im praktischen Sinne. Also ich wünsche dir viel Spaß beim Tun. Vielen Dank, dass du mich unterstützt. Alleine durchs Zuschauen unterstützt du mich schon. Danke für dein Like. Das ist natürlich noch besser, wenn du das Video likest. Das ist wichtig tatsächlich. Und ja, für mich danke für deinen Kommentar. Also ich lese sie alle. Ich schaffe es leider nicht, immer darauf zu antworten. Aber ich lese sie und freue mich. Und in Gedanken sind wir damit auch sehr verbunden. Also Dankeschön, habt einen ganz schönen Sonntag. Tschüss!